Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom EDS 2 im Singleplayer. Und wir sind ja hier unterwegs nach Marseille, wie ihr seht. Und ich war gerade eben noch pennen und bin schon mal losgefahren, damit ihr da nicht so mitgucken müsst und so weiter und so fort. Und wir fahren dann jetzt nach Marseille. Marseille, genau. Haben auch nicht mehr lange Fahrzeit bis dahin, also nur 2 Stunden ungefähr. Und dann sind wir schon sozusagen da. Dann nehme ich noch einen kurzen Auftrag an, damit wir bis zur nächsten Folge noch kommen. Und dann mache ich erstmal eine Pause mit aufnehmen. Auf jeden Fall hat es bis jetzt Spaß gemacht. Obwohl das jetzt langsam mehr anfängt zu ruckeln. Irgendwie wird die Festplatte doch zu voll. Ich glaube, ich brauche echt mal eine neue. Oder am besten 2. Ja, die alte Festplatte. Ich habe ja noch so eine ganz alte Festplatte drin. Die ist zwar schnell genug, aber ich glaube, die tut es nicht mehr lang. Und da ist halt das Spiel drauf. Und ich glaube, das ist halt auch so klein wenig das Problem. Aber soll jetzt nicht euer Problem sein, ne? Also kann ich auch aufhören, damit rumzuquatschen um diesen Technikkrempel. Man will ja über hier, sagt mal schnell, über ETS, ne? Darüber wollen wir ja quatschen. Was für tolle Mods habt ihr denn drauf? Welche könnt ihr denn mal empfehlen? Würde mich dann doch schon echt interessieren, aber es schreibt ja keiner drunter irgendwie. Außer Bolle, der schreibt mir natürlich mit Jessicat, aber den habe ich ausprobiert, den Jessicat Mod. Und, ja, TSM habe ich ja drin. Ich könnte ja mal meine Mods mal alle auflisten, die ich habe. Kann ich ja mal in die Beschreibung reinlegen. Oder eher gesagt reinschreiben, ne? Ein Viehtransporter. Oder Pferdetransporter? Ne, Vieh. Das sind die Kühe. Mumu. So, falls ihr jetzt auch gemerkt habt, ich mache wieder 20 Minuten Folgen. Von ETS, ich hatte die ja sonst normalerweise auf 15, aber 20 ist dann, ja, ich mir doch anders überlegt, dass ich doch wieder 20 Minuten mache. Mit den 15 Minuten hatte ich eigentlich auch nur gemacht, so lange wie ich mit Shadowplay aufgenommen habe auch. Kam auch noch mit dazu, weil ich da ja so viel Arbeit hatte mit. Aber hiermit geht es jetzt sehr viel einfacher und besser und schneller. Und außerdem wollte ich auch mal einen Workaround machen, sozusagen. So was ich, ich weiß nicht, ob das Workaround heißt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und zwar, wie ich aufnehme, oder eher gesagt, mit was ich aufnehme und was ich danach mache, bis zum fertigen Video. Wollte ich euch alles mal zeigen. Damit, wenn ihr zum Beispiel auch mal euch überlegt, ein bisschen Videos zu machen, dann kann ich euch vielleicht mal so einen Anstoß geben, wie ihr das, wie man das machen könnte und wie ich zu meiner Qualität komme, sage ich einfach mal. Weil ich finde meine Qualität von den Videos eigentlich sehr gut. Von der Bildqualität zumindest her. Und Sound ist auch nicht schlecht, ne? Aber da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit, aber das liegt eher an dem Mikrofon, was ich habe. Das ist nämlich ein eher schlechtes Mikrofon. Das ist nämlich ein Headset. Und Headsets haben das Problem halt immer, dass hier so ein kleines Eigenrauschen mitbringen. Und das ist manchmal kleiner, manchmal größer. Von daher hätte ich lieber ein anderes. Aber da ich momentan noch mehr Ausgaben habe, kann ich mir auch kein neues leisten.
Und das, was ich gerne haben möchte, kostet über 100 Euro und das kann ich nicht mal so zwischendurch stemmen. Da ich nicht so viel verdiene. Okay, das konnte ich jetzt nicht aussprechen, was da stand. Mal probieren, mal gucken, wieder was hier steht, ob das hier auch steht und wie oder was das heißt. Gare de Piage. Piage. Gare de Piage, sage ich jetzt einfach mal. Hört sich ganz gut an, oder? Huch, das war zu stark gebremst. Ach, wir sind ja gleich da. Ah, so. So, mein Freund, ich muss jetzt mal eben kurz hier rüber. So, und jetzt muss ich auch hier rüber. Lyon, Montpellier. Na, sowas aber auch. Musst du aber nicht nach Marseille? Eigentlich schon, ne? Ah, Marseille ist da. Achso, wir würden weiter nach Montpellier fahren. Achso. Na gut dann. Ah, fängt meine Nase an zu jucken hier. Oh. Ist das eine Werkstatt da oder was? Wisst ihr was? Ich mache eine Ehrenrunde. Weil da ist nämlich ein Fragezeichen, was ich dann direkt freischalten würde. Das sieht nämlich so sehr nach einem Händler aus. Ja, ist ein Renault-Händler, okay. Werde ich da mal eben drauf fahren? Ich werde hier wenden, genau. So. Perfekt. Wo ist denn die? Ah, wir haben grün sogar. Ich genau rechtzeitig hier kommen. Alter, immer, dass die immer so scheiße sind hier. Können da das Stück da noch durchfahren? Wenn die mitten auf der Straße stehen, dann fährt man noch durch. Vollidiot, ey. Außer mal der Vorfahrt. Ist nur, weil ich blinke, meine ich. So, da sind wir auch schon an der Spedition Tradu, oder wie das heißt. Tradux. Trade Adu, irgendwas. So, aber gucken, ob ich besser jetzt einparke als bei der letzten Staffel, hier, beim letzten Auftrag.
So rum. Ups. Na, das war doch tausendmal besser. Fand ich jetzt mal so ganz kackendreist, ne? So, wir hatten ein bisschen Schaden, weil ich da einmal gegen die Wand gefahren bin. Und, ja, wir sind schon wieder Level aufgestiegen. Enthusiast oder Enthusiast oder wie das auch mal heißen soll. Dann nehmen wir natürlich hier die ADR-Klasse 8, genau. Hier, ätzende Stoffe. Machen wir und ab dann gehen wir dann halt auf die Länge hier so auf, wie heißt das? Fernfahrten, genau. So, dann nehme ich nochmal einen schnellen Auftrag an, den wir noch in dieser und der nächsten Folge machen können. Boah, das ist ein bisschen weit. Das sind 16 Stunden, da kann ich Schnitt machen. Hm? 33 Stunden, dafür nur was? Nee, das mache ich nicht. Buchen nach London, oder? London, ey. Also irgendwie ist die Karte ein bisschen scheiße geworden. Man sieht kaum, wo man war. Es liegt alles noch an der TSM-Map. Die ist wohl ein wenig verbugt noch. So, 11 Stunden, das müsste eigentlich reichen. Aber das ist ein Renault, ne? Ja, da will ich nicht drauf. Erfurt nach Torino. 15 Stunden, das ist auch ein bisschen zu lang. Jenköping, ey, was sind das denn so lang und so wenig Kohle dafür? Milano nach Benghazi, das ist ja meine Fresse. In Volvo, 43 Stunden, obwohl das aber viel über die Dingens ist hier. Hm. Die alle so weit fahren müssen hier. Ich glaube, den nehme ich hier. München nach Nice. Und wir fahren ein Scania und wir fahren Man. Von Man Spedition. Dann machen wir das mal. Damit wir auch mal wieder ein Scania fahren, ne? Was fahren wir überhaupt? Ein Ölfilter. Erstmal wieder richtig einstellen hier. Scania ist ja immer mal wieder schön, ne? Wenn er mal Gas geben würde. Ah, jetzt gibt er Gas. Alles gut gegangen, gut. So, einmal 80, bitte. Nürnberg und Salzburg. Da müssen wir aber nicht entlang. Also, woher? Fahre ich hier mal rüber. Genau, wir müssen nämlich hier lang. Tja, bergauf, ne? Ist halt immer so eine Sache bei dem. Ah, ich freue mich doch irgendwie schon auf einen neuen Truck, den wir uns demnächst holen werden. Entschuldigung, ich habe eben kurz am Mikro rumgegrapscht. So, ich werde jetzt mal in die mittlere Spur fahren, weil hier können wir nachher an einer anderen, wo wir dann... Ach, wir müssen da sogar raus. Okay, alles klar. Dann kann ich ja doch hier drauf bleiben. Kommt einem irgendwie ein bisschen langsam vor. Kann das oder vertue ich mich da gerade nur?
40 km/h, yay. So, müssen wir gleich endlich wieder dann die 80 nehmen dürfen. Ich mach das jetzt einfach schon mal so. Ganz dreist. Gucken, ob das einen Erfolg gibt, weil das ist ja dann eigentlich, ich glaube, wir fahren zu einem Hafenspediteur, ne? Also einen Spediteur, der am Hafen steht. Könnte dann sogar sein, dass das einen Teilerfolg gibt, sozusagen. Müssen wir mal sehen, wenn wir ankommen. Ich hoffe, das wird in der nächsten Folge was, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das ist gut, die bremsen echt sogar, wenn man jetzt links einschert. Oder links blinkt sozusagen. Dann bremsen die sogar ab und lassen einen vor, also rein. Das haben die vorher ja nicht gemacht. Ich fahre jetzt schneller, damit ich die hier nicht noch weiter aufhalte hier. Irgendwie wird es bei uns gerade schon wieder dunkel draußen, das ist echt nicht mehr zu glauben. Ja, fast als wenn wir in Dunkeldeutschland leben. Haha. Witzig. Nein. Ah, ich habe mir vergessen, was zu trinken einzuschütten. Na toll. Kann ich mal wieder in Balance Acht machen? Ein bisschen Durst habe ich ja schon, ne? Nevobra in die andere Richtung drehen, den Deckel. So, ist gut. Ja, es fängt auch dann zu ruckeln hier leichter. Ups. No. Bin ich an der Maus gekommen hier. So, alles gut gegangen. Jetzt kann ich direkt mal was trinken. So. Naja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft hier. Und sind schon gut weit gekommen. Wir haben ja jetzt auch schon fast 100.000. Das heißt also, wir können uns bald nicht mehr, nicht allzu langer Zukunft sozusagen, können wir uns einen Truck kaufen. Ich denke mal, noch so 2, 3 Aufträge, dann haben wir genug zusammen. Dann dürften wir auch schon fast das Level haben. Ah, dann dürften wir eigentlich Level 10 haben ungefähr.
Bis Level 20 wollte ich eigentlich, bis Level 12 wollte ich eigentlich machen, aber ich werde, wenn wir uns natürlich einen Truck leisten können, dann werde ich den natürlich holen direkt. Dann ist egal, ob wir auf Level 10 sind oder Level 5 oder was weiß ich. So, ich werde mal hier drauf fahren. Nur mal kurz für einen kleinen Zwischenstopp. Nicht zum Tanken, einfach nur mal eben, um die neue Folge einzuleiten, sozusagen. Huch, falsche Taste. So. Dann würde ich direkt mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt ETS 2 mit Wobra. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, bitte. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.